Kupferpaste bei ABS, ein No-Go. So. Boah, ich sehe schon den Fehler. Geil. So, kein Zitang schon mal. Willkommen bei der Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein Audi A6 4G mit diesem interessanten Fall, wo das Getriebe am Ruckeln ist und dann die ganzen Assistenten halt ausfallen. Hey, guck mal, jetzt macht er das wieder. Guck, beschleunigen, 50, zack. Und jetzt läuft Tacho wieder ganz normal, der schaltet wieder ganz normal, jetzt kommen die ganzen Fehlermeldungen. Wahnsinn, ne? So Federung. Und dann habe ich natürlich euch gefragt, was kann es sein? Ich habe die Vermutung auch gehabt, was viele darunter geschrieben haben. Wir haben hier viermal, was wohl? Genau, vom Febi, Radlager. Hier haben wir ein Radlager ohne Narbe. Das Ganze könnt ihr auch mit Narbe holen, aber ich habe hier ohne Narbe. So sieht das Ganze aus. Hier wird auch so eingebaut. Das heißt, hier kommt die Narbe drauf und dann kommt die Bremsscheibe und dann die Felge. Und hier haben wir einen Kranz. Das heißt, hier haben wir keinen Kranz, hier haben wir einen Magnetstreifen. Und dieser Magnetstreifen, der kann kaputt gehen. Irgendwas schleift auch hier, wenn man das dreht. Da, wisst ihr das? Ja. Du weißt ja, was wir immer machen mit den BMWs. ABS-Ringe. Ringe und Sensoren. Und unser Audi hat höchstwahrscheinlich genau das Gleiche. Wir haben hier einen Magnetstreifen. Und hier wird das Problem sein, weil das ABS-Sensor so sitzt. Und dann schätze ich mal, dass hier was zwischengekommen ist und dadurch diesen Ring kaputt gemacht hat. Deswegen kommen auch diese Fehler ab 70. Erst mit der Drehzahl erkennt er den Fehler. Wir haben ja fast 400.000. Da kann doch sein, dass das der erste Radlager ist und dass der von innen halt ja, kaputt gegangen ist. Ne? Jetzt holen wir den mal raus. Der sieht schon, der sieht frisch aus. So, Kupferpaste. Leute, kann das deswegen sein, dass wir Kupferpaste drauf haben? Kupferpaste bei ABS, ein No-Go. Metzger. Oh. Also der kommt auf jeden Fall Originales rein oder von Febi. Aber das ist schon mal ein super Paradebeispiel. Man darf kein Kupferpaste irgendwo an den Bremsen machen. Wegen den ABS. Und hier haben wir auf dem ABS-Sensor. Antriebswelle kommt hier durch. Und dann ist dieser ABS-Sensor hier. So ist der eingebaut. So einen Abstand hat der. Also nicht viel. Und der dreht sich dann die ganze Zeit. Und da nimmt er seine Signale. Wenn der hier kaputt ist, kann er keine Signale geben. Das heißt, die anderen Sensoren sagen mir aber so viel, aber der sagt mir gar nichts. Und dann haben wir ein Problem, dass er dann die Fehler rausschmeißt. Ich hoffe mal. Und wenn es nicht so ist, haben wir ein Problem. Gut, das ist auf jeden Fall nicht gut. Bremsen, Scheiben, Klötze, alles abbauen und dann, dass wir die Narbe ausbauen können. Und da haben wir natürlich von Gedoro auch geiles Werkzeug. Das ist ja Metall, wir haben einen Aluschenkel und das Ganze backt so fest zusammen, das kriegt ihr gar nicht raus. Scheibenklötze bauen wir aus und dann sehen wir uns, wenn wir das Radlager vor uns haben. Typisch, Antriebswelle-Schraube kommt nicht raus, achtet mal, die ist so festgebacken. Das heißt, große Geschütze müssen jetzt eingesetzt werden. Das hier. Dass wir auch ganz genau drauf sein. Alter! Schwede, du! Wir könnten die Radnarbe erst rausholen und dann könnten wir hier erstmal alles schön sauber machen. Das ist die beste Variante, das würde ich euch auch empfehlen. Und dann brauchen wir. Was ist das hier?
So. Die Narbe haben wir schon mal raus. Das ist auch kein Problem, dass die Antriebswelle hier drauf ist. Das ist uns egal. Das ist so wichtig jetzt hier. Oh, super Drahtbürste. Und jetzt versuchen wir den von hinten hier rauszuholen. Alle Schrauben einzeln. Und das wird schwer, weil an zwei Schrauben kommen wir nicht richtig dran. Da müssen wir echt ein bisschen improvisieren. Ich sehe da was, Ivo. Oho! Ich habe den Fehler. Was denn? Komm, guck dir das an. Guck dir an der Seite, was da ist. Siehst du den Ring da oben? Ja. Der ist kaputt. Ach, Wahnsinn, was dieses kleine bisschen da ausmacht, ne? Normalerweise, wenn man hier kein passendes Werkzeug hat, die Dinger hier rauszuholen, müsst ihr den Querlenker hinten abbauen. Dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr dies machen. Das ist einfach sau schwere Arbeit. So, ein 12er, Vielzahl. Zuerst lösen und dann mit dem Ratschenschlüssel. Hier sind die anderen beiden Schrauben. Und du siehst, du hast überhaupt keinen Platz. Das sind vielleicht 3 cm. Genauso breit wie so eine Knarre. Passt das gar nicht. Und deswegen musst du mal ein bisschen improvisieren. Dann geht's. Ist hier Aluminium. Und deswegen backen die auch so fest. Aluminium, Stahl, die vertragen sich nie gut. Und viele schlagen das so raus. Habe ich auch gemacht. Ne? Aber ihr könnt Aluminium schnell kaputt machen. Heiß und so brauchen wir gar nicht reden, weil das geht gar nicht. Aber jetzt achtet mal, wie es mit dem hier geht, Ibo. Okay? Mhm. Achtet jetzt, ganz easy. Ganz easy. Guck mal. Guck dir das an. Das war's. 3 Sekunden. Ja, ich habe noch ganz langsam gemacht. Ja. Boah, ich sehe schon den Fehler. Geil. Das ist dieser ABS-Ring hier. Kaputt. Der ist kaputt. Das ist unser Fehler. Leute, seht ihr das? Zack, bleibt hängen. Bam, bleibt hängen. Das ist magnetisch. Das ist dieser Ring, der hier ist. Und ihr seht ja auch, was für eine Struktur der hat. Ne? Ja. Das ist jetzt der Hinterteil oder der Vorderteil, keine Ahnung. Das ist auch noch ein Stück. Und das ist unser Problem. Deswegen hat unser Auto so viele Probleme gemacht. Ne? Alle Leuchten gehen an. Er ist am Ruckeln. Das ist Wahnsinn. Das glaubt man nicht. Also wenn du das den Kunden erklären würdest, würde ich sagen, echt jetzt? Ja. Das Ding muss richtig schön sauber sein. Du kannst von mir aus später auch hier eine Antriebswelle ein bisschen sauber machen. Ne? Weil, guck mal, so sitzt der und da kommt das ganze Schmutz rein. Ihr werdet natürlich nur diesen Radlager sehen, aber die anderen Radlager werden wir alle erneuern. Radlager haben wir zusammengepresst. Und Ivo, hast echt schön sauber gemacht. Sehen wir uns, wenn wir den zusammengebaut haben. Und dann gibt es die erste Probefahrt und mal gucken, ob der Fehler weg ist. Okay. Aber bis dahin, tu mir den Gefallen, bitte einmal Sensor sauber machen. Ja. Das ganze Kupferzeug muss weg, bitte. Ja. Guck mal, kein Zittern schon mal. Das ruckelt gar nichts. Das ist schon mal sehr gut. Geil. Ja, ist gut. Jetzt will ich jetzt ein bisschen schneller fahren. Macht das nichts. Jetzt kann ich das wieder drücken. Davor. Du kannst das nicht drücken. Nee. Davor konnte ich das nicht drücken. Okay. Hier kann ich jetzt auch drücken. Das ging auch nicht. Ne? Wahnsinn. Alle Assistenten haben nicht funktioniert. Wegen diesem ABS-Ring. Ja. Wie geht's dir? Gut, auch gut. Ja, dann sehen wir uns ja, ne? Ja. Und wie lässt er sich fahren? Geil. Zufrieden? Sehr zufrieden. Das ist das Wichtigste. Super. Jogi, wir sehen uns, mein Lieber, ne? Ciao. Mein altes Auto. Ja, guck mal, was für ein Zufall. 4F mit 4G. Ja, und wie er am Grinsen ist, ne? Ja, so fährt er. Ja, ist sehr glücklich, ne? Ja, natürlich. Wenn du von 15 Auto kaufst, der alles gemacht wurde, wäre ich auch. Direkt auf die linke Spur hier. Also wie er nach vorne marschiert, ne? Oh ja. Also, kannst mir sagen, was du willst. Der hat mehr als 245 PS. Weil so fühlen sich keine 245 PS an, eigentlich. Wow.
drück nicht, ne? Du machst ja noch nicht mal, ja. Ja. Ehrlich, jetzt ist das ein Traumauto. Wahnsinn! Maschen. Das ist der Übeltäter. Drei Stück haben wir noch da, die werden wir natürlich machen, aber jetzt nicht mehr. Also, wenn ihr so einen Fehler habt bei eurem 4G, dann wisst ihr demnächst mal Bescheid. Es ist nur der ABS-Ring. Also Leute, ich weiß ja, viele Kfz-Meister, Mechaniker, Azubis, Ingenieure, Leute, die bei ADAC arbeiten. Ich weiß, ihr guckt ja alle zu und Wahnsinn, wie viel Input ihr habt. Ja, Wahnsinn, muss ich sagen. Ich wusste das natürlich von Anfang an. Ich habe sofort, Eidosch, habe ich das direkt gesagt, wo der Fehler zum ersten Mal kam, habe ich gesagt, ey, ABS-Ring. Und das war's wirklich. Und ich bin auch erleichtert. Weil es kann ja auch sein, dass es was anderes wäre. Dann stehen wir da, ne? Ich weiß, Eidosch, du hast Hunger und willst Massage haben. Ich will Feierabend machen. Ey. Schön, dass du weißt, was ich will. Natürlich, das ist jedes Video so machst. So, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund. Und ja, bis dann. Haut rein. Ciao. Eidosch, Dankeschön. Ja, bitte, bitte.